Hola, buenos dias aus Lanzarote. Ich bin heute sehr erfreut, weil ich heute eine ganz tolle Gesprächspartnerin hier bei mir habe. Nicht physikalisch, wie gesagt, ich sitze hier in Lanzarote, aber ich habe heute die Markenexpertin Katharina Hinrichs aus Feldkirchen bei München bei mir. Und ich freue mich unwahrscheinlich, mit dir heute zu deinem Thema Markenbildung und so weiter zu kommunizieren. Herzlich willkommen, liebe Katharina. Ja, vielen Dank. Herzliche Grüße nochmal aus Feldkirchen. Ich freue mich, dabei zu sein. Und wie gesagt, ich habe diese Agentur Design Around. Und da kümmere ich mich mit meinem Team darum, dass Marken, Personenmarken, aber auch Produktmarken in die Sichtbarkeit kommen. Im Moment haben wir ja Unternehmen im fortgeschrittenen Bereich, das heißt mit neuen Technologien kommen und Nachhaltigkeitsbereich. Aber wir unterstützen auch sehr viele Personenmarken, wie zum Beispiel Speaker oder auch Personal Trainer, die in die Sichtbarkeit kommen möchten. Wir haben da verschiedene Methoden. Wichtig ist dabei, also dass die schon mal ihre Farbwelt kennen, beziehungsweise dass sie ein Gefühl dafür bekommen. Und da bin ich immer gern dabei, dass ich sage, versucht erstmal eine Art Reise oder eine Farbanalyse zu machen. Und ich glaube, da ist ja jetzt die Elisabeth ganz gut dabei. Genau, ja, das ist das Thema Farben ist ja von meiner Seite natürlich meine Leidenschaft, weil das immer bei meinem Styling-Konzept immer der erste Schritt ist, zuerst mal die Farbwelt zu kennen. Und ich bin gespannt, wir haben schon im Vorgespräch herausgefunden, dass es da eben diese Übermappung gibt, die von meinem Bereich kommt. Das heißt, wenn die Kundin oder der Kunde zu mir kommen, finden wir eben die Farbwelt von ihr oder von ihm heraus. Und das ist dann für mich interessant zu sehen, wenn jetzt zum Beispiel der Kunde X bei mir war und wir haben zum Beispiel festgestellt, dass der Kunde X oder die Kundin eine Frühlingsfrau ist. Das heißt, da sind in ihrer Farbwelt alles immer gelbliche, einen Unterton, ob es jetzt ein Blau ist oder eben auch ein Rot ist, ein gelblicher Ton. Und wie ist es dann, Katharina, wenn jetzt meine Kundin X zu dir kommt, Katharina, und sagt, liebe Katharina, ich möchte mir meine Personenmarke aufbauen. Ich bin zum Beispiel ein Coach oder ein Speaker. Und wie gehst du dann voran? Das finde ich super spannend. Erzähl. Also wenn wir zum Beispiel so eine Farbwelt schon haben, sagen wir mal, wir gehen von diesem Frühlingstyp aus, den ich ja auch kenne. Es gibt ja dann noch Sommer, Herbst und Winter, die halt in immer andere Farbnuancen gehen, also ein bisschen mal dunkler. Also mit diesen gelben Farben unterstreiche ich ja das Sein oder also den Person an sich und die wirkt darin sehr gut mit diesem gelblichen Ton. Wenn ich allerdings merke, die Person ist eher so ein bisschen ruhigere und also ihr steht, nehmen wir jetzt mal an, als Konträr, ihr steht besonders gut rot. Das ist eine Frau und ihr steht rot, aber sie möchte, ist eher so etwas gediegener, zurückhaltender Typ und sagt, ich möchte coachen, aber so 1:1 und ich bin jetzt nicht das Medium, der Speaker, der da im Rampenlicht stehen möchte. Ich möchte das auf einmal eine Art und Weise machen. Dann schauen wir uns an, in welchem Bereich es ist. Da arbeite ich mit der Limbic Map zusammen. Da suchen wir die ganzen Merkmale und Vorteile heraus und machen das mit Adjektiven und Schlagwörtern. Und dann gibt es eine Art Schaubild, muss man sich das vorstellen. Und da sind die Einteilung in Warm- und Kalttöne. Die hat aber nichts mit dem Typen zu tun, sondern einfach mit dieser Harmonie, mit der Person, die nach außen gehen, also mit der Art. Und dann sagen wir zum Beispiel, sie ist etwas ruhiger, sie möchte eher so ein bisschen auf dem normalen Weg gehen, auf dem traditionellen. Da sind wir eher so ein bisschen in bläulichen Tönen dabei und dann schaue ich einfach, dass diese bläulichen Töne dann auch zu ihr passen. Das heißt nicht, dass die Speakerin dann auch blau anziehen muss bei ihrer Präsentation, aber ihr das Schriftbild zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir machen das Schriftbild, ihren Namen oder so als Speakermarke, wird dann in diesen Tönen gehalten, damit man weiß gleich, was dann so rüberkommt. Ihr steht zum Beispiel rot und das steht in gar keinem Konträren zusammen. Wir können ja auch als Einheitsfarbe zum Beispiel diesen gelben Unterton nehmen oder halt einfach, dass dieses Licht, was drin ist, das kann man in Photoshop sehr gut machen, dass das in beiden Tönen vorhanden ist. Aber der eine, der präsentiert halt so, wie die Art und Weise ist und das andere
zeigt sich halt die Person, was ihr am besten steht. Weil es ist ja auch wichtig, dass nicht nur die Marke, beziehungsweise also das Bild, die Bildmarke, die Person transportiert, weil das ist ja das Sein der Person, sondern dass die Person sich auch in dem, was sie anhat, auf der Bühne wohlfühlt und die von den Kunden, von den Zuschauern, zu den Zuhörern, von den potenziellen Kunden so wahrgenommen wird, wie sie es möchte. Und von daher sehe ich da keinen Kontrast drin. Man muss halt nur gucken, dass beide Töne harmonieren. Und das ist ja, kannst du ja nochmal zeigen, mit deinem Fächer der Farbwelt ist das ja durchaus möglich. Also sagst du damit, Katharina, dass wenn jetzt die Frühlingsfrau zu dir kommt und sagt, liebe Katharina, zum Beispiel, ich hätte gerne ein gelbliches Rot, zum Beispiel, was ich heute auch trage, ist ein gelbliches Rot. Und dann sagst du, okay, du möchtest aber jetzt mit dem Rot, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nicht so rausgehen, weil sie einfach von der Person her eher, sie ist schon, für sie ist es okay, auf der Bühne zu stehen, aber sie ist nicht so eine, die ja sehr viel gestikuliert, vielleicht ist sie vom Typ her auch wieder eher klassisch. Klassische Menschen sind normalerweise von der Gestik eher ein bisschen minimalisiert, sie sind auch eher ruhiger und geradliniger und nicht so spontan. Und das möchte ja dann auch sie auf der Bühne präsentieren, weil das ist sie als Person. Sagst du dann, dass dann auch eben ihr Schriftzug in ihrem Branding kann auch in die Richtung gehen, kann aber auch ein bisschen einen leichten Unterton von der bläulichen Richtung haben? Ist das so, habe ich das so richtig interpretiert? Ja, also es ist auch so, dass wenn die Person sagt, sie möchte jetzt, also das, weil die, also die Kunden, die zu ihr kommen, die kommen ja wegen ihrer Art und Weise zu ihr und die nehmen das ja auch wahr. Also sie kann dann gerne als Frühlingstyp, wie gesagt, auch was Rötliches tragen, aber das ist eher was Dominantes. Da würde man halt jemanden erwarten auf der Bühne, der dann halt da so seine Show macht und vielleicht auch Witze reißt und das ist vielleicht nicht die Art und Weise und dann würde ich halt wirklich in den traditionellen Bereich gehen, der eher so ein bisschen in dieses Bläuliche, dieses Zurückhaltendere geht. Oder was auch noch möglich ist, man müsste halt eine Analyse dann machen. Das kann ich jetzt so spontan machen, weil da braucht man viele Merkmale und Seinsmerkmale. Das ist wirklich ein etwas längerer Prozess. Also in 2 Tagen hat man es dann durch. Und dann könnte man schauen, ob man wirklich in das Bläuliche geht oder es könnte auch was Bräunliches, was Erdliches, dieses Geerdete sein, was natürlich viel besser zu dem Rot passt. Aber wie gesagt, das ist jetzt so ein Beispiel, was ich jetzt so da rausgenommen habe. Aber es ist nichts Konträres, weil es gibt ja sowohl für den Frühlingstyp als Sommer und Herbst gibt es Farben, die ineinander harmonieren. Also ich bin zum Beispiel auch ein Frühlingstyp, trage oft so also Orange oder auch so gelblichere Töne oder auch Türkis. Türkis ist auch meine Farbe, die macht mich auch sehr frisch und das, also die darf ich natürlich nicht mit dem Rot kombinieren, aber es ist ja, es ist auch ein Teil von mir. Aber ich gehe raus halt mit der roten Farbe, weil ich bin nicht alleine, ich mache das mit meinem Team und ich spreche halt zum Beispiel Kunden an, die in einem Technologiebereich sind, die weiter vorankommen wollen. Also deswegen ist mein Rot für mein Unternehmen ein anderes. Okay, das ist sehr interessant, weil du jetzt gerade, vielleicht kannst du uns dann nachher auch noch von dem Beispiel, das du mir vorher erwähnt hast von dieser Persönlichkeit, Christian Buschew, kurz etwas erzählen, weil du den vorher genannt hast im Vorgespräch, fand ich sehr interessant. Was ich jetzt auch interessant finde, was du gerade erwähnst, ist ja, was von deiner Seite, von der Designseite die Farben ausdrücken sollen, eben wie du es gut beschrieben hast, Rot ist natürlich immer eher, man geht voran, Blau immer eher etwas zurückhaltend. Und in meinem Fall zum Beispiel, wenn ich mit meinen Kunden arbeite, ist es immer, wie gesagt, der erste Schritt ist die Farbreise. Aber ich habe immer 2 Basisschritte, weil ich immer sage, man kann nicht auf einem Bein stehen. Das eine ist eben die Farbreise und das zweite, da geht es um die Persönlichkeit und da geht es um die Proportion und quasi diese Farben, die wir herausgefunden haben, in die Kleidung umzuwandeln. Und da geht es eben, wie du vorher angesprochen hast, die Persönlichkeit. Und das finde ich auch sehr spannend, weil du das eben auch so beschreibst, dass man eine gewisse Erwartung hat, wenn man jemand in einer gewissen Farbe sieht. Und das finde ich ist auch wieder toll, weil meine Kunden haben das Wissen eben danach, damit sie eben auch mit der Kleidung, wenn sie dann Fotos machen, Business-Fotos, was ja auch ganz wichtig ist für dein Branding, wenn ihr dann zum Foto machen geht mit der Person, dass das dann eben auch alles wie aus einem Guss ist. Und das ist heute auch sehr wichtig, finde ich. Möchtest du uns gern von dem Beispiel, weil das kennen vielleicht manche unter euch, vor allem die Coaches, denke ich, die Person, die du mir vorher genannt hast, die das Beispiel nehmen?
Ja, ich habe letztes Jahr ein Seminar bei dem Christian Bischoff gemacht. Der ist ein Persönlichkeitscoach und der hat ein großes Unternehmen aufgebaut. Das heißt auch Christian Bischoff, trägt also eine Personenmarke. Und die Hauptfarbe des Logos ist rot, ist ein dunkles Rot. Er selbst hat bis auf am Anfang zu seiner Zeit so ein Stirnband, hat er nie rot getragen, weil das ist einfach vom Typ her nicht so. Am Anfang hat er es halt gemacht, damit er in die Sichtbarkeit kommt und in die Wiedererkennung. Mittlerweile trägt er eine Farbe, die sehr gut zu seinem Art und Weise und zu seinem Haaren und zu seinen Augen harmoniert. Also es ist ein blaues, so ein bedecktes Blau, meistens sehr sportlich angezogen. Man würde jetzt natürlich sagen, warum trägt er kein Rot? Das ist ja seine Erkennungsfarbe, weil das ist er halt nicht. Er ist auch schon sehr fortschrittlich, aber er ist eher so ein ruhiger, der auf einem langsam zuredet und das passt einfach zu seiner Person an sich. Das Gemeinsame ist halt, dass diese Farben eher aus diesem etwas kühleren Bereich sind, sodass sie miteinander harmonieren. Man würde jetzt sagen, jetzt blau und rot, das geht doch gar nicht. Doch, es geht. Es geht sogar, wenn man dann auch in der Bildwelt, in der sozusagen in den Key-Visual-Welt reingeht und schaut, dass man da halt wirklich das Rot und das Blau miteinander kombiniert. Aber das machen ja dann die Bühnenbildner, beziehungsweise in den digitalen Medien gibt es ja dann keine Bühne, sondern nur Hintergründe. Das schaffen die dann auch. Und es ist wirklich wichtig. Also die Wiedererkennung ist durch die rote Marke und die Person an sich. Also deshalb kommen ja auch die Kunden zu ihm, weil sie ihn so lieben, wie er ist. Seine so eine gediegene, ruhige, traditionelle Art und Weise. Das macht halt dieses Blau aus und das spiegelt es halt wieder. Da hast du genau, weil du jetzt gerade das Stirnband erwähnt hast, das stimmt, so kannte ich ihn. Ich habe ihn nur von Videos gesehen, also ich war noch nie bei einem Seminar von ihm, aber da hast du recht, da fällt mir jetzt auch das rote Stirnband fällt mir ein. Ja, es geht ja immer um dieses, wenn ich jemanden sehe, dass man eben irgendetwas transportiert. Witzigerweise habe ich zum Beispiel hier auf der Insel auch eine, die mir jetzt gerade einfällt, die trägt eben auch immer die Farbe Orange. Das ist so ihr Erkennungs- oder ihr Markenzeichen. Und auch ihr Auto ist orange. Das ist immer, ja, man verbindet sofort. Also wenn ich das Auto sehe, da brauche ich den Schriftzug gar nicht sehen, dann weiß ich schon, es ist diese Person. Und viele machen das eben mit einer Farbe, was natürlich oft ein bisschen eine Herausforderung sein kann, weil man dann heute natürlich ja ein bisschen limitiert ist. Aber das ist ja immer dann die Entscheidung, die man vorher trifft. Will ich jetzt nur mit einer Farbe arbeiten in meiner Kleidung, sprich Fotos auf der Bühne, auf der Homepage und so weiter, oder eben auch bei den Visitenkarten, wie man das Ganze dann umsetzt. Das ist super interessant. Ja, das fand ich jetzt auch ganz spannend. Gibt es dann so gewisse Farben, wo man sagt, das ist jetzt zum Beispiel für diese Art von Branche, wenn es eine Personenmarke ist, Katharina? Also wir haben ja sowieso durch die Merkmale, also die bestimmte Branchen haben, wie zum Beispiel, gehen wir jetzt auf den Sport ein, wenn man was traditionellen Sport macht, zum Beispiel ich mache Taekwondo, dann geht es eher ins dieses Blau-Blaue oder so auch ohne Farbe, das heißt schwarz-weiß, aber es geht wirklich in dieses geerdete, dieses Blaue hinein. Auch ein bisschen luftig, weil man natürlich auch, es geht um Körperbeherrschung, wenn man dann Richtung zum Beispiel auch Zahnärzte sind auch sehr, die sind auch in diesem bläulichen, weil es auch eine Farbe ist, die eine wirkende, also eine beruhigende Wirkung hat. Zahnärzte gehen aber auch oft gern auf diese grünlichere, grün-blaue Farbe, weil das eine gewisse Klarheit und ja, und zukunftsorientiert halt, man freut sich halt, dass man der Natur nahe ist und dass man gesund ist und deswegen kommt das, also, aber es sind halt viele Merkmale, das ist jetzt nur so dahingesprochen, aber es gibt viele Merkmale, die halt auf diese Farbwelt oder diese Farbhormone hindeuten. Allerdings muss ich sagen, es ist auch so, dass nicht jedem diese Farbtöne gut tun, also vom Teint her. Deswegen sage ich, es ist ganz gut, wenn man dann wirklich seine Farbwelt findet für sich selbst, wo man am besten rüberkommt und dann eine gewisse Harmonie zwischen diesen beiden Welten findet. Weil, also ich könnte zum Beispiel kein Orange tragen. Ich sehe bei Orange sehr blass aus und ich müsste wirklich wahrscheinlich Stunden die Sonnenbank, wenn mir diese Farbe steht. Und ja, da muss man halt immer einen Kompromiss finden. Okay. Also da sieht man schon wirklich auch diese Power von der Farbwirkung, denke ich mir, wo sich einfach viele Menschen ja einfach keine Gedanken machen, was es wirklich auch ausdrückt. Also das ist bei mir immer der erste Grund, wo ich auch oft im Gespräch bin mit Leuten, die im Marketing sind oder auch die Homepages machen. Einfach, dass die Menschen das schon mal gehört haben und
wirklich auch zum Nachdenken kommen. Was möchte ich eben transportieren? Fakt ist, man möchte vor allem in der Businesswelt, ist es schon hilfreich, wenn man stimmig und authentisch rüberkommt und nicht irgendwie so unnahbar oder eben auch so unscheinbar. Also das ist immer diese Kombination. Und darum ist bei mir eben auch immer das eine die Farbe, aber eben vor allem ganz wichtig auch der zweite Schritt, die Person zu erfassen und dann eben auch ja, in ihrer Kleidung auszudrücken und dann eben, wenn sie zu dir kommen, dass sie das dann schon wissen, in welcher Farbrichtung sie sich selber bewegen. Kannst du dir vorstellen, Katharina, dass das dir etwas helfen würde, wenn ganz klar die Kunden zu dir kommen und sagen, liebe Katharina, ich habe eine Farbreise gemacht, ich habe meine Stylingreise bei Elisabeth gemacht und jetzt möchte ich mich gerne heranwagen an meine Personenmarke. Ist das für dich hilfreich, wenn jemand das Wissen schon vorher hat, bevor sie zu dir kommen oder wie siehst du das? Also ich finde es wichtig, dass sie das Wissen schon haben bei denjenigen, die sich sowieso unschlüssig sind. Also es gibt ja welche, die möchten was tun, aber wissen noch nicht, wie sie herangehen sollen. Also Coach zum Beispiel, aber in welcher Nische und wie wollen sie das voranbringen? Da sind wir sehr stark dann in der Arbeit daran, wie soll das, was sie coachen möchten, transportiert werden. Und da ist es ganz gut, wenn diese Farbreise schon vorher stattgefunden hat, weil die Arbeit an dem Konzept bzw. an der Umsetzung des Konzepts in Sichtbarkeit ist ja auch schon sehr aufwendig. Und wenn wir halt schon eine Farbwelt haben, wo die Person besonders gut rüberkommt, ist es dann auch hilfreich für die Fotos, weil wir brauchen wirklich, also vielleicht denkst du, ich mache einfach irgendwie so ein Bild und setze es auf meine Website oder auf meine Landingpage oder sogar auf mein Profil bei den sozialen Medien, aber es wirkt halt wirklich wie selbstgemacht. Und wenn dann diese Harmonie nicht da ist, wird auch nicht gekauft, weil man kauft nur bei Spezialisten, die man vertraut. Also wenn man schon so ein gewisses Gefühl hat oder sowas gemacht hat, tut es dem Expertentum gut. Also das zählt auf das Expertentum und dadurch wird man auch viel hochwertiger. Dann kann man auch zum Beispiel von mir aus gesehen seine Preise höher setzen, weil man ja auch schon weiß, was man will und der Kunde, der soll ja auch dann wissen, was er möchte, wenn er zum Beispiel sich so ein Coaching bucht. Genau, wunderbar. Diese Farbpreise ist schon sehr hilfreich. Wunderbar. Ganz kurz noch, wir kommen jetzt so ans Ende von unserem Gespräch, Katharina. Eine Frage habe ich noch an dich. Wenn jetzt die Kundin das Wissen von mir hat und das auch schon umgesetzt hat in ihrer Kleidung, in ihren Outfits und sie kommt dann zu dir und möchte ihre Personenmarke aufbauen. Katharina, gib uns da bitte gerne einen Zeitrahmen, wie lange das dauert und natürlich ist es, kommt drauf an, was sie für einzelne Bausteine haben will, aber so ein ungefähr, ist es etwas, das dauert 3 Wochen oder wie läuft es dann ab bei dir? Also die Frage ist, inwieweit also ich diese Personenmarke unterstützen soll oder nicht, wenn es jetzt nur darum geht, irgendwie ein sichtbares Medium zu schaffen, sei es eine Website, ein White Paper oder sowas, so den ersten Schritt, dann sind wir nach 3-4 Wochen fertig. Allerdings sehe ich immer das Risiko dabei, dass dann die nächsten Schritte so ein bisschen handgemacht, self-made wirken, weil dann braucht man doch was und dann weiß man nicht, wie man sich präsentieren soll auf den Social Media. Und dann wird da mal was gemacht und hier mal. Also wenn man wirklich sagt, man möchte eine Personenmarke aufbauen, sollte es halt durchgängig sein und man fängt meistens immer mit kleinen Schritten an, weil auch die das Konzept für das Business ist oft noch nicht ganz da und entwickelt sich. Und mit dieser Entwicklung entwickelt sich die Personenmarke. Das heißt, sie machen einen Schritt nach dem anderen. Und ich sehe das schon, den Aufbau einer Personenmarke, dass das schon so ein gutes Dreivierteljahr bis ein Jahr dauern kann. Das heißt nicht, dass ich die ganze Zeit meinen Kunden im Nacken sitze und sage, du musst jetzt so und so machen. Aber es geht halt immer ein Beratungsgespräch zu dem nächsten und machen dann den nächsten Step, sobald wir gesehen haben, dass wir erfolgreich ankommen bei der Kundschaft meines Kunden, also bei der ihrem Business und dass es auch funktioniert, also dass da wirklich Einnahmen oder Leads oder weitere Kundenkontakte generiert werden und dann wird der nächste Schritt gemacht. Von daher also ist dieser ist ein Personenmarkenaufbau mindestens genauso lang wie ein Markenaufbau für ein Produkt. Aber das ist halt nicht nur so mit einem Bild oder sagen wir mal 10 Bildern fürs Profil und einer kleinen Broschüre oder irgendwie einem kleinen Film und einer Landingpage gemacht. Also das dauert ja. Es ist ja so, dass jeder Kunde mindestens 7-mal so einen Kontakt haben muss zu seiner Person, um irgendwie zu sagen, die ist sympathisch, die ist ein Experte, die ist für mich interessant.
Das ist ein sehr guter Punkt, Katharina. Das ist bei mir genauso. Das heißt, darum sage ich immer, die Basics sind immer bei mir diese zwei Schritte. Und dann geht es eigentlich weiter. Das heißt, man kann das nicht in 3 Wochen abhandeln, das Ganze. Man muss eben diese Schritte, ich vergleiche gerne mein Konzept mit einer Reise. Ich sage, Elisabeth, Konzept ist wie eine Reise mit verschiedenen Stationen. Und dann hat man eben das beste Resultat, was man haben möchte. In meinem Fall ist es eben mein Versprechen an die Kundin, dass sie einen 100-prozentigen Kleiderschrank hat, der wirklich die Kundin repräsentiert. Und in deinem Fall ist es ja das Gleiche. Also da haben wir den gleichen Anspruch auch an unsere Kleidung, an unsere Außenwirkung. Und in deinem Fall natürlich, dass du sagst, du möchtest gerne, dass deine Kunden natürlich auch dieses Außenbild wirklich über lange Zeit, dass sie begleitet werden, weil es ist ja auch alles ein Lernprozess. Wunderbar. Also das heißt, das kann man nicht von jetzt auf gleich machen, sondern das sind wirklich auch bei dir diese einzelnen Schritte wie bei mir. Das ist so eine Überschneidung, wo wir, glaube ich, den gleichen Anspruch auch haben. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Katharina. Möchtest du uns noch etwas sagen, etwas Wichtiges oder zum Abschluss? Was du den Kunden. Ich wollte mich eigentlich nur fürs Interview und fürs schöne Gespräch bedanken. Ich fand es sehr angenehm. Und ich wollte sagen, einfach, wenn man angefangen hat mit so einer Farbreise oder auch mit so einer Markenaufbau, sollte man nicht aufhören. Jeden Schritt sollte man feiern. Und wenn es wirklich ein toller Schritt ist, wo man sagt, ich mache jetzt neue Bilder, ich habe was Neues zum Anziehen, Fotos machen und das posten und auch wirklich teilen, das hilft ungemein, um das Konto der Sichtbarkeit und der Markenwahrnehmung wirklich zu steigern. Wunderbar, super, das ist ein tolles Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Katharina. Ich freue mich und vielen Dank auch für deine Zeit und ganz liebe Grüße nach Feldkirchen. Und wir bleiben in Kontakt. Auf Wiedersehen.